Ihr werdet uns sicher zustimmen, wenn wir behaupten, dass die Gamer in diesem Video nicht am Zocken selbst gestorben sind. Daran sind nicht die Videospiele schuld, sondern die Gamer selbst, die unverantwortlich mit ihrer Gesundheit oder der von anderen umgegangen sind. Wir haben ein paar ziemlich krasse Stories aufgelistet, also passt immer gut auf euch auf und achtet auch auf die Menschen in eurem Umfeld, ihnen zuliebe. Los geht's! Ihr erinnert euch sicher noch an den Pokémon Go-Hype, der vor ein paar Jahren eine riesige Gamerschaft in die Natur schickte, um dort nach virtuellen Tierchen zu suchen. Die Cousins Jason und Daniel, die damals 17 und 18 Jahre alt waren, machten sich 2016 in Chikimula auf die Suche nach Pokémon. Als sie in einem Haus in der Nähe ein seltenes Pokémon entdeckten, konnten sie von der Straße aus nicht nah genug rankommen, um es zu fangen. Also beschlossen sie, in das Haus einzubrechen, um es zu fangen. In diesen Teilen der Welt die schlechteste Idee, die du haben kannst. Denn der Hauseigentümer war zu Hause, hielt die Eindringlinge für Räuber und eröffnete das Feuer. Jason wurde bei diesem Vorfall getötet und Daniel schwer verwundet. Das hier ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr also Eltern kleiner Kinder seid, einfach eine Minute vorspulen. Also. Ein Mann namens Tyrone Spellman wurde 2008 angeklagt, weil er seine 17 Monate alte Tochter umgebracht hatte. Die Beweggründe könnten nicht schrecklicher und dümmer sein. Tyrone spielte gerade Ghost Recon, als seine sehr kleine Tochter versehentlich am Xbox-Kabel zog und die Konsole zu Boden fiel. Aus Wut schlug er die Kleine tot. Später sagte er, er dachte, sie hätte die $600 teure Xbox kaputt gemacht, die nicht ihm, sondern seinem Bruder gehörte. Und er hätte kein Geld, sie ihm zu ersetzen. Tyrone wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Geschichte ist wahrscheinlich die schlimmste auf dieser Liste. Unsere Nummer 3 ist vor allem eines: tragisch. Denn der Gamer, von dem hier die Rede ist, starb beim Spielen für einen guten Zweck. Brian Vigneault beteiligte sich bei einem 24-Stunden-Gaming-Marathon für die Make-A-Wish-Foundation, bei der Geld für krebskranke Kinder gesammelt werden sollte. Er spielte World of Tanks, doch nach 22 Stunden kam er langsam an seine Grenzen. Bei einer Zigarettenpause erlitt er einen Kollaps und starb kurz darauf. Brian hatte eventuell schon Vorerkrankungen, aber die Erschöpfung dieses Gaming-Marathons gab ihm leider den Rest. Ihr kennt diese Internetcafés, die vor allem in asiatischen Ländern überaus beliebt sind. Leider wurde der Aufenthalt dort einem 32-jährigen Taiwanesen zum Verhängnis, denn er starb dort vor seinem Bildschirm. Si erlitt dort eine Herzattacke, aber die war nur die logische Schlussfolgerung seines gesundheitsschädlichen Verhaltens. Der Mann hatte 3 Tage lang ununterbrochen gezockt. Den Mitarbeitern des Internetcafés fiel erst gar nicht auf, dass dort eine Leiche vor einem der Bildschirme lag. Es dauerte mehrere Stunden, bis der schon steife Körper entdeckt wurde. Niemand hatte Si vermisst, denn es kam anscheinend öfter vor, dass er für 2 bis 3 Tage am Stück verschwand. Ärzte sagten später aus, dass Übermüdung und Unterkühlung zu einem Herzstillstand geführt hatten. Wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann bleibt einem nicht allzu viel übrig, was man unternehmen könnte. Du bist nicht mobil und dir bleiben nur Fernsehen oder Videospiele. Das dachte sich auch der 17-jährige Rustam aus Russland. Er war süchtig nach Defense of the Ancients und er hatte vor allem kaum einen Erwachsenen, der aufpasste, was der Junge so trieb. Das Bein verheilte, aber seine Muskeln waren so geschwächt, dass er bettlägerig wurde. Das störte den 17-Jährigen nicht mal, so konnte er weiter ungestört zocken. Und zwar mehr als 2000 Stunden in den letzten 1,5 Jahren seines Lebens. Das Fehlen aller körperlichen Aktivitäten bescherte ihm eine Thrombose, an der er am Ende starb. Die Eltern gaben an, dass sie plötzlich keine Keyboard-Geräusche mehr aus seinem Zimmer gehört hatten. Doch als sie nach ihm sahen, war es bereits zu spät. Den Eltern ist wohl zu spät klar geworden, dass sie ihrem Sohn nichts Gutes getan haben, indem sie ihn einfach endlos zocken ließen. Die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Spielen von Videogames haben eines gemeinsam: den Mangel an körperlicher Aktivität. Aber auch das Gegenteil davon kann einen umbringen, wie die folgende Situation beweist. Der 25-jährige Tim Eves war wie besessen vom Wii-Fit-Programm. Ständig wollte er besser werden und seine eigenen Highscores schlagen. Das Problem war, dass Tim an Herzrhythmusstörungen litt, was aber niemand wusste. Die exzessiven Wii-Fit-Sessions waren irgendwann zu viel für sein Herz und Tim starb an SADS, dem plötzlichen und unerwarteten Tod als Folge von Herzrhythmusstörungen. Bei unserer Nummer 7 wird euch der Mund offen stehen bleiben. Daniel Patrick aus Ohio war 16 Jahre alt und sein Lieblingsgame war Halo 3. Seinen Eltern war das Spiel angeblich zu gewalttätig und zu sexuell, deshalb nahmen sie es ihm ab und schlossen es weg.
Normale Teenager würden sich jetzt einfach beleidigt in ihr Zimmer verziehen. Aber Daniel wartete nur auf den richtigen Moment für seine Rache. Am nächsten Tag benutzte er den Schlüssel seines Vaters für das Schließfach und fand neben dem Halo-Spiel eine 9mm Handfeuerwaffe. Er ging ins Wohnzimmer und schoss auf beide Eltern. Nur seine Mutter überlebte. Heute sitzt Daniel noch immer im Knast, denn dafür bekam er lebenslänglich. Es gibt im Leben Situationen, die uns einfach überfordern. Der Verlust von Job und Partner kann dich schon mal aus den Schuhen hauen. Und genau das war Lee Seung aus Südkorea passiert, kurz hintereinander. Er flüchtete sich vor der Realität in ein Internetcafé, wo er ununterbrochen StarCraft spielte. Und zwar 50 Stunden am Stück. Er pausierte immer nur sehr kurz für Pinkelpausen und kleine Snacks. An einem Freitag kam er nicht mehr nach Hause und die Mutter schickte Freunde von Lee aus, ihn zu suchen. Sie fanden ihn tatsächlich im Internetcafé, doch sie kamen zu spät. Aus Erschöpfung und Dehydration war Lee zusammengeklappt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Geschichten werden nur noch bizarrer, aber jeder, der MMORPGs gespielt hat, wird wenigstens nachvollziehen können, dass auch virtuelle Güter Wert besitzen. Jedenfalls für den Gamer, dem sie gehören. Das hat ein Mann aus Shanghai kolossal unterschätzt. Zhu Kaiyan hatte sich den wertvollen Dragon Saber von seinem Freund ausgeliehen. Aber statt ihn zurückzugeben, hatte er ihn für umgerechnet 680 Euro verkauft. Ja, wir sind uns einig, dass das eine Drecksaktion ist. Und der wahre Besitzer des Schwerts, Qiu Chengwei, nahm diesen Betrug sehr ernst. Zu ernst. Er stellte seinen ehemaligen Freund zur Rede, aber dann verlor er die Nerven und stach ihm in die Brust. Mehrmals. Diesen Angriff überlebte Zhu nicht. Das Problem war, dass Qiu den Diebstahl zuvor bei der Polizei gemeldet hatte. Aber er bekam die Antwort, dass die Waffe kein gesetzlich geschütztes Eigentum sei und nicht real. Daher konnte er keine Anzeige aufgeben. Es war das Gefühl von Ohnmacht und Wut, das Qiu zu dieser schrecklichen Tat getrieben hatte. China hat eine Menge Probleme mit Internet und Spielsüchtigen. Etwa 2,6 Millionen sind Berichten zufolge süchtig. Deshalb tauchen immer wieder Artikel wie dieser hier auf. Ein 26-jähriger Mann aus Beijing hatte die gesamten 7 Feiertage zum Neujahrsfest mit Online-Gaming verbracht. Während der Feiertagswoche sind praktisch alle Orte in China geschlossen, einschließlich Restaurants und Geschäften. Also kannst du während der Feiertage außer Zocken und Fernsehen kaum was unternehmen. Der Mann, von dem wir hier sprechen, hatte noch ein weiteres Problem, und zwar ein Gewicht von über 170 Kilo. Nach diesem einwöchigen Spielmarathon wurde der junge Mann bewusstlos und kam nie mehr zu sich. Nach der Auflistung all dieser schrecklichen Geschichten bleibt uns nur eins zu sagen. Trinkt genug Wasser, vor allem jetzt im Sommer, esst was Leckeres und legt ruhig mal den Controller zur Seite, um den Hund Gassi zu führen. Passt einfach auf euch auf. Und jetzt habt einen grandiosen Start ins Wochenende. Bis zum Sonntags-Kaffee- und Kuchen-Video um 16 Uhr. Wir sehen uns!